willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich jetzt locker 2 Wochen nicht mehr gepostet. Es war Weihnachten, es war neues Jahr und ich wollte einfach mega viel Zeit mit meiner Familie verbringen und einfach erstmal ein bisschen langsam machen. So, ich weiß nicht, also ich finde immer so über Weihnachten und so im Winter und Jahresende finde ich einfach, sollte man halt mehr Zeit so für meine Familie verbringen und für sich sein, vielleicht auch so in sich gehen, was möchte ich neu machen im nächsten Jahr oder habe ich überhaupt alles das erreicht, was ich erreichen wollte im Jahr davor oder halt, ne? Wie auch immer, wie ihr seht, neues Setup, ich habe endlich meinen Backdrop, den habe ich jetzt schon seit locker 2 Wochen, aber dadurch, dass ich ja nicht gefilmt habe, sieht man es zwar auf meinen Bildern in Instagram. Da habe ich jetzt eine offizielle Seite gemacht, die heißt As Taught by Nessa, so wie mein YouTube-Account hier. Und ich habe jetzt mir die Take Me Back to Brazil Palette, so schaut das Teil aus, von BH Cosmetics gekauft. Die gibt es im DM zu kaufen. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass diese Palette einfach der Hammer ist. Also diese Palette ist wirklich... Ich kann es gar nicht anders sagen. Also ich meine, wenn ihr jetzt hier meinen Lidschatten anschaut, ich muss wirklich sagen, ich bin mega begeistert von der. Es gibt 35 Farben oder Pressed Pigments und ich klappe das Teil einfach mal auf und zeige es euch. Also was mich am meisten so angetan hat, Moment, was mich am meisten angetan hat bei der Palette waren so diese hier und die Grüntöne und Rot, Blau meine ich. die Schimmer ist jetzt nicht unbedingt so, aber ich bin generell so ein richtiger farbenfroher Mensch. Nicht was jetzt Kleidung betrifft, aber Make-up. Ich liebe farbiges Make-up. Ich liebe mit Farben zu spielen und diese Neonfarben haben mir halt mega angetan. Der Grund, warum ich die davor noch nicht gekauft habe, war einfach, weil ich gedacht habe, die Farben werden nicht auftauchen auf meinem Lid, weil ich ja von jetzt dunklerer Hautfarbe bin und ich halt leider ganz oft die Erfahrung gemacht habe, dass solche Paletten halt bei mir so gut wie nie benutzt werden, weil das alles halt nicht auf dem Lid so auftaucht. Und zwar habe ich jetzt eine Eyeshadow Base von NYX Cosmetics in Weiß, weil ich halt auch der Meinung bin, dass wenn man eine weiße Eyeshadow Base hat, dass halt einfach die Farben besser zur Geltung kommen. Genau, und was ich auch mache, ist, ich habe jetzt von Revolution Makeup das Cut Crease Canvas in Halo oder Weiß. Schaut im Endeffekt so aus und damit schneide ich halt meine Augenfalte. Das heißt, wenn ich da dann Farbe drauf packe, kommt die natürlich auch mega gut zur Geltung. Und jetzt hier in Kombination mit dem NYX ist es halt so, oder NYX, ich sage immer NYX, ich weiß auch nicht warum, ist es einfach so, dass die Farben halt mega gut zur Geltung kommen. Was ich dazu sagen möchte ist, natürlich ist es auch wichtig, dass man einigermaßen gute Qualitätspinsel hat, die eben das Pigment dann aufnehmen. Dadurch, dass die BH Cosmetics Palette auch ein Pressed Pigment ist, also mehr so auf der pudrigen Seite, also nicht so, es gibt ja Eyeshadows, die so butterig sind und die von BH Cosmetics sind eher halt auf der pudrigen Seite, was aber halt einen auch die Möglichkeit dann gibt, mehr Fehler zu machen, also wenn man die Farbe dann aufbaut oder das Pigment dann auf dem Auge aufbaut. Das heißt, man braucht zwar mehr Zeit teilweise, aber man kann halt viel mehr sich Zeit lassen, in dem Sinn, die Farbe so aufzubauen, wie man es haben möchte, was ich mega gut finde. Und wie gesagt, ich bin von dunkler Hautfarbe und die Farben schauen trotzdem mega, also die poppen richtig. Und ich habe auch Tutorials auf YouTube gesehen bei dunkleren Frauen wie mich. Oder halt welche, die dunklere Hautfarbe haben. Und da muss ich echt sagen, also die haben auch mega, mega schöne alte Tutorials gemacht. Und genau. Was kann ich noch sagen? Ich weiß nicht, was kann ich noch sagen? Ja, so im Großen und Ganzen muss ich sagen, jetzt wo wir im neuen Jahr sind, ist meine komplette Vibe und mein Ich mit mir selbst bin mega zufrieden. Und ich glaube, ich wirke auch positiver. Und ja, bin eigentlich mega happy jetzt, dass wir im neuen Jahr sind und dass ich jetzt hier voll durchstarten kann auf YouTube.
Was erhoffe ich mir von YouTube? Ich erhoffe mir eigentlich, dass ich einfach so ein Outlet habe, um meine Kreativität irgendwie zeigen zu können, weil ich schon immer Farben geliebt habe, schon immer Make-up geliebt habe. Also ich kann mich erinnern, als kleines Kind habe ich immer die Schminke von meiner Mama genommen und rumgeschmiert und natürlich nicht gewusst, dass sie mega tolle Lippenstifte hatte und keine Ahnung was und halt alles einfach komplett zerstört habe. Aber ich habe schon immer so einen Drang gehabt. Ja, ich habe schon immer so einen Drang gehabt, so mich zu schminken, mir irgendwas ins Gesicht, mich anzumalen. Also, ob das jetzt damals Buntstifte waren, die ich ins Wasser getunkt habe, um dann irgendwie mir das aufs Lid zu machen. Also, so richtig blöde Ideen hatte ich eigentlich gehabt. Aber ich wollte einfach mich schminken und es war schon immer so bei mir. Und ich tue wirklich sehr viel Zeit in Make-up investieren, auch Geld in Make-up investieren. Also, ich glaube, in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre, nicht wie viel Geld ich für Make-up ausgegeben habe. Manches war gut, manches war schlecht. Ich muss so im Großen und Ganzen sagen, Make-up Revolution ist so eins meiner Lieblingsmarken, einfach weil man auch sich das leisten kann. Und ich finde nicht, dass man unbedingt jetzt High-End-Eyeshadows oder irgendwelche Produkte High-End kaufen muss, nur um gut auszuschauen. Also Kiko Milano zum Beispiel ist auch eine mega gute Make-up-Marke, wo ich sagen muss, man kann sich das leisten, vor allem jetzt so diese Augenprodukte. Wenn es jetzt, na, wobei ich muss sagen, Lippen wohl eher als Augen, aber so Augenbrauenstifte und Concealer muss ich echt sagen, top. Also ich habe schon immer Kiko Milano gemacht und habe es immer eingekauft. Jetzt ja dadurch, dass es bei uns in Nürnberg einfach keine Läden mehr gibt, ist es schwieriger für mich, das zu kaufen. Deswegen brauche ich jetzt erstmal alle meine Produkte auf und dann werde ich mir neues kaufen. Genau, ich habe noch Make-up Revolution, die Patricia Bright Collaboration. Da habe ich auch wie heißt das, beide Eyeshadow Palettes gekauft und werde eventuell noch ein Tutorial machen. Ich habe eins angefangen und dann musste ich leider abbrechen, weil meine Tochter mitten in der Nacht wach geworden ist und dann musste ich mich um sie kümmern und dann war es einfach viel zu spät, um weiter zu filmen. Deswegen habe ich es dann halt komplett sein lassen. Ja, und jetzt weiß ich noch nicht, ob ich ein Tutorial mache, weil halt auch das im letzten Jahr eigentlich schon rausgekommen ist und wir jetzt im neuen Jahr sind. Die Beard Cosmetics kam, glaube ich, sogar vor einem Jahr raus, aber wie gesagt, ich habe nicht gewusst, dass die so gut ist und dass die so gut eben auf den Augen auftaucht und pigmentiert ist. Deswegen habe ich mir gedacht, für alle Light Skin Mixed Females out here mache ich doch mal ein Tutorial, vor allem in Deutschland. Ich finde einfach so YouTube-mäßig habe ich nicht wirklich viele Light-Skin-Females gesehen, die irgendwie Tutorials machen auf YouTube. Vielleicht finde ich es auch einfach nicht, ich weiß es nicht. Also in deutscher Sprache. Und deswegen ist es mir halt mega wichtig, das einfach rauszubringen. Und ich habe mega viele Lashes bestellt, verschiedene Styles. Und ich werde wahrscheinlich die meisten, ja, Face-Produkte sind wahrscheinlich dieselben immer. Aber wenn es um die Augen geht, wir starten dieses Jahr mega gut durch. Ich habe ganz viel neue Schminke, das heißt, ne, Palettes, also Eyeshadow Palettes. Und auch hier, wenn ihr meinen Glitzerliner sieht, der ist übrigens von NYX Cosmetics. Ich werde auf jeden Fall viele Tutorials machen, mega viel über mich auch reden und was so im Leben gerade bei mir los ist. Ich denke, ich werde beides so auf einmal machen, schminken und ja, über mich reden. Oder was auch immer ihr wissen wollt. Wie gesagt, ich freue mich am meisten, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt oder mir eben Direct Messages schickt und mir sagt, was ihr haben wollt. Make-up-Looks, Storytime, whatever. Just let me know. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich eben hier diesen Make-up-Look geschafft habe und wie ich dazu gekommen bin, das zu machen, jeden Schritt zeige ich euch in diesem Video. Bleibt einfach dran. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, Daumen hoch. Ihr wisst, wie es geht. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich mega für alle, die mir gefolgt sind, die dazugekommen sind. Ich freue mich mega, auch auf Instagram. Ja, und let's begin this journey, right? Wir sehen uns im nächsten Video.